Es ist zwar noch nicht Samstag, aber es geht schon wieder los, hier auf meinem Kanal Frank 9 Langen. Und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr aus eurer Restekiste dieses Schienenkreuz bauen könnt. Was ihr dazu braucht, sind 4 Flexschienen, 4 dieser Teile und ein paar Fliesen. Welche genau das sind und wie die zusammengebaut werden, das erfahrt ihr in einer PDF, die ich euch verlinkt habe in der Videobeschreibung. So ist das. Und wir schauen uns das Teil auch nochmal von unten an. So sieht's aus. Das Original, das hier, das kennt ihr natürlich, wenn ihr Eisenbahnfan seid, auch. Das ist ein Teil hier, was ihr so am Stück kaufen könnt. Dieses hier hat gegenüber meiner selbstgebauten Version den Vorteil, dass es an den Kreuzen da, wo sich die Schienen kreuzen, keine Löcher hat. Denn wir haben hier, systembedingt durch den Bau, da wo die 1x1-Fliese sitzt, Löcher drumherum, wo dann später das Rad des Zuges drüber fahren muss und es poltert ein wenig. Das ist also wirklich nur eine Lösung für die Restekiste. Falls ihr vielleicht so ein Teil mal gerade dringend benötigt und ihr die Teile noch in eurer Kiste habt. Das hier, das kann man tatsächlich auch als Bausatz kaufen, macht in meinen Augen aber aufgrund der Thematik, die ich gerade gesagt habe, keinen Sinn, das hier jetzt zu kaufen mit den wenigen Teilen. Kauft euch stattdessen besser dieses hier, wenn ihr es unbedingt kaufen wollt, und baut das hier aus eurer Restekiste. Ja, PDF habe ich erstellt, die könnt ihr euch gerne runterladen und ich würde sagen, wir machen jetzt einen kleinen Praxistest. Den Praxistest, den starten wir mit der Lok von Mockblocks, der V100, und ihr seht schon, die Lok fährt da problemlos drüber. Es rattert etwas, wenn man drüber fährt. Das sind die normalen Schienen und Achtung, ja, es ist etwas laut durch die Löcher, die da sind, aber das funktioniert problemlos. Das funktioniert natürlich auch problemlos in die andere Richtung. Das ist ja alles symmetrisch gebaut. Was ich euch auch noch ans Herz legen möchte, ist dieser 2-Schalengreifer. Ja, den kennt ihr aus dem Tukan Hafenkran. Und ich bin gefragt worden, kannst du nicht mal ein Video machen, wie man den zusammenbaut? Das habe ich gemacht und ich habe inzwischen auch eine PDF erstellt. Ja, ich habe mich mit dem Programm befasst und es ist gar nicht so schwer, wie man am Anfang denkt. Die Bauanleitung verlinke ich euch auch hier in diesem Video unten drunter. Könnt ihr euch auch runterladen und dann könnt ihr den 2-Schalengreifer nachbauen. Mit den Schnüren, da müsst ihr dann nochmal im Originalvideo nachgucken, wie ich das gemacht habe. Das habe ich in der Bauanleitung dann nicht, wo sind wir denn? Da sind wir, nicht integriert. Also, das soll es für heute gewesen sein mit dem 2-Schalengreifer der Kreuzung und einer Lok. Also, bis Samstag.